Okay, also wir sprechen heute über Blockchain und Bitcoin und wir sind ja schon eigentlich seit fast einem Jahr auf der Suche nach einem Vortragenden, der uns dieses Thema irgendwie näher bringen kann und haben dabei irgendwie gesehen, entweder wir würden jemanden kriegen, der da extrem kritisch mit umgehen würde und würde dann sagen, nee, das brauchen wir alles nicht, ist alles Quatsch. Oder wir hätten sozusagen jemanden, der gerade ein Startup gegründet hat und der hier vorne eine Werbeveranstaltung machen würde. Und beides wollten wir nicht. Wir wollten eigentlich so einen neutralen Überblick mal haben über Bitcoin. Da habe ich gesagt, ja okay, dann mache ich's. Und als ich das gesagt habe, habe ich mir überlegt, was ist das eigentlich? Ja? Mal Hand aufs Herz. Wer würde denn von sich behaupten, dass er entweder Blockchain oder Bitcoin verstanden hat? Einfach mal kurz Hand hoch. Okay. Das sind einige. Wer würde denn sagen, wer hat es nicht verstanden? Schon ein paar Mal gelesen, aber nicht verstanden irgendwie? Ja, das ging mir irgendwie ähnlich. Ja, also mein Hintergrund ist ja Kryptographie, angewandte Kryptographie. Das ist so mein Fable, da kenne ich mich aus. Und Bitcoin ist ja eine Kryptowährung. Das heißt, das ist eigentlich ein Heimspiel für mich. Und da habe ich mir die Kryptographie da angeguckt. Die ist auch ganz eingängig eigentlich. Das sind also so Grundlagenfunktionen, die da verwendet werden. Und irgendwann merkt man dann aber trotzdem, okay, die Krypto habe ich verstanden, aber ich verstehe immer noch nicht, wie es funktioniert. Ja, und ich finde, der US-amerikanische Satiriker John Oliver hat das ganz gut auf den Punkt gebracht, als er jetzt hier kürzlich in seiner Show gesagt hat, Bitcoin ist also alles, was Sie nicht über Geld wissen, kombiniert mit allem, was Sie nicht über Computer wissen. Und es reicht doch schon, also ich bin Informatiker, ich kann Computer, okay? Aber sozusagen Geld ist natürlich auch so eine Sache, die verwendet man immer. Aber die Anreizsysteme dahinter zu verstehen und gerade jetzt Bitcoin ist, setzt ganz stark auf Anreize, sonst würde das gar nicht funktionieren. Das ist tatsächlich schwierig, sowas zu verstehen. Und ich werde heute mal probieren, irgendwie das Ganze zu verheiraten. Also ich werde probieren, das wirtschaftliche Anreizsystem darzustellen, warum die Leute so viel Geld für Strom ausgeben, um Bitcoins zu minen und warum die Leute das Handeln, Dankeschön, und warum die Leute das überhaupt nutzen sollten. Ja, ich möchte gar nicht sagen, dass man das nutzen sollte, also ich probiere das so neutral wie nur irgendwie möglich jetzt heute mal hier rüber zu bringen. Okay, jetzt könnten wir mal, wir überlegen uns mal eine Bank. Und eine Bank ist ja irgendwie so, da gibt es hier so ein Kursbuch. Ja, so ein Kursbuch und da wird dann immer eingetragen, Sebastian Schinzel hat ein Girokonto eröffnet, da wird dann die Kontonummer eingetragen, dann wird der Betrag 0 eingetragen initial und dann lege ich einen 100-Euro-Schein auf den Tisch und dann wird in der Bank, in der Datenbank eingetragen, ja okay, also Sebastian Schinzel mit Kostennummer XY hat jetzt 100 Euro da drauf. Dann kann ich eine Überweisung machen, dann überweise ich was auf ein neues Konto und so weiter und so fort. Und so machen wir das den ganzen Tag. Das sind wir gewöhnt, dass es so funktioniert. Und Bitcoin ist insofern anders, als dass es verteilt ist. Ja, der Beamer blinkt immer mal wieder so ein bisschen, also blinzelt. Ne? Sozusagen Bitcoin ist verteilt insofern, als dass nicht nur die Bank dieses Buch hat, sondern jeder, der Bitcoin verwendet, hat dieses Buch auch zu Hause liegen und sieht damit auch irgendwie interessanterweise alle Transaktionen. Das ist gewöhnungsbedürftig, der Gedanke. Also zumindest ging mir das so. Das ist ein gewöhnungsbedürftiger Gedanke. Das wird ein bisschen klarer, wenn wir den nächsten Begriff nehmen. Und das ist nämlich dann dezentral. Also bisher habe ich ja jetzt gerade gesagt, naja gut, die Bank gibt einfach Kopien von ihrem Kursbuch einfach immer raus. Aber bei Bitcoin gibt es keine Bank. Es ist dezentral. Es gibt niemanden, kein Gebäude, keine Person, keine Firma, die also sagen kann, naja, du kriegst jetzt eine Kreditkarte von mir und du kriegst das nicht und du darfst so viel überweisen und hast es bei uns gezeigt und du musst bei uns mit einem Personalausweis ankommen und so weiter und so fort. Sondern es wird dezentral geregelt. Das heißt, wir machen das untereinander aus. Ja, jeder von Ihnen hat so ein Kursbuch und jeder macht da dann irgendwie Eintragungen und irgendwie funktioniert es trotzdem. Was auch komisch ist. Ja, also jeder hat das Kursbuch und wenn jemand eine Überweisung macht, dann ruft er das so in den Raum raus. Also ne, Sebastian Schinzel hat jetzt Geld überwiesen an XY und dann tragen Sie das in Ihr Kursbuch ein. Und wenn Sie gerade zur Toilette sind und später wiederkommen, dann sagt Ihr Nachbar zu Ihnen, ja, übrigens, Schinzel hat Geld überwiesen, trag das mal bei dir nach. Also das geht auch transitiv. Ja, und ja, jetzt kommt diese Blockchain da noch rein.
Alles, was also in Bitcoin nutzt eine Blockchain. Ja, also die beiden sind nicht gleich, sondern Bitcoin ist sozusagen, also eine Blockchain gibt es auch schon sehr lange. Das ist also ein Verfahren, was es in der Informatik schon seit den 90er Jahren gibt. Das haben wir auch schon gut verstanden. Aber erstmalig ist eine Blockchain verwendet worden in einer digitalen Währung und hat sie damit tatsächlich auch erstmalig richtig verwendbar gemacht in einer Art und Weise. So, eine Blockchain hat tatsächlich die Eigenschaft, was einmal in der Blockchain drin ist, das bleibt da für immer drin. Das ist unveränderlich. Man kann das zwar ändern, aber dann sieht man sofort, dass eine Änderung gemacht würde und diese ganze Blockchain funktioniert sozusagen nicht mehr. Und was das bedeutet, wenn sie nicht mehr funktioniert, wie man das dann sieht, das gucken wir uns dann auch noch im Laufe des Vortrages an. Also wir sind verteilt, wir sind dezentral und dieses Kursbuch, alles, was da einmal eingetragen wird, das ist unveränderlich. Ja, wir können das also im Nachhinein nicht mehr ändern. Das Zweite, und jetzt wird's auch wieder, so, das ist auch wieder eigentlich ein Gegensatz zu dem, was ich gerade gesagt habe. Jeder hat das Kursbuch, jeder sieht alle Einträge da drin und trotzdem kriegen wir eine Pseudonymität hin, beziehungsweise bei einigen neueren Kryptowährungen auch eine Anonymität. Pseudonym ist man bei Bitcoin deshalb, weil man eine Kontonummer zwar hat, also der öffentliche Schlüssel von einer Bitcoin-Adresse ist wie eine Kontonummer, und jeder sieht, was da rein und raus geht. Also jede Überweisung, die zu diesem Konto kommt, kann von jedem eingesehen werden. Und jede Überweisung, die von diesem Konto weggeht, kann auch wieder jeder einsehen. Und daher sind sie pseudonym. Wenn Sie jetzt Ihre Bitcoin-Adresse auf die Webseite schreiben, was ja viele machen, um zum Beispiel Spenden einzusammeln und so weiter und so fort, dann sind Sie nicht mehr pseudonym, sondern dann ist es sozusagen völlig offen, welche Bankgeschäfte Sie getätigt haben. Also von daher, man hört immer so ein bisschen die Urban Legend, dass Bitcoin an sich anonym wäre, ist es aber nicht. Es ist nur pseudonym. Jetzt rede ich aber auch nur von Bitcoin und ich möchte mich in diesem Vortrag auch auf Bitcoin beschränken. Es gibt neuere Kryptowährungen wie zum Beispiel Zcash und Monero, da kann ich es tatsächlich anonym machen. Also da habe ich eine öffentliche Adresse und es gibt zwar trotzdem noch ein öffentliches Kursbuch, aber durch eine geschickte kryptografische Methoden kann man dann sicherstellen, dass zwar jeder alle Einträge da drin sieht, aber man trotzdem nicht sagen kann, wohin ich Geld überwiesen habe, beziehungsweise von wem ich Geld bekommen habe. Da wollen wir aber heute nicht eingehen. Ja? Also das Wichtige ist, wir sind also pseudonym und in Teilen auch anonym, obwohl jeder sozusagen immer alles irgendwie sieht. So, und jetzt können wir uns alle hier so in die Augen gucken. Ich sehe hier einige Studierende aus der Informatik, die kenne ich dann jetzt. Aber hier sind auch viele unbekannte Gesichter, die ich noch nie gesehen habe. Das heißt also, ich denke, es ist fair, wenn ich sagen würde, wir vertrauen uns hier nicht alle hundertprozentig gegenseitig, vor allem nicht, wenn es um Geld geht. Ja? Dieses System Bitcoin, und das ist tatsächlich die Neuerung von Bitcoin gewesen, das funktioniert, wenn es dezentral ist, wenn es verteilt ist, sozusagen in einer Blockchain, und es funktioniert, obwohl wir uns gegenseitig nicht vertrauen müssen. Ganz im Gegenteil, wir müssen sogar davon ausgehen, dass hier in der, und so ist das Internet halt einfach nun mal, da sind Kriminelle, die wollen gerne Geld klauen. Und zwar von mir, von Ihnen und so weiter und so fort. Ja. So, und das, dieses Konzept irgendwie zu verstehen, da habe ich mich dann sozusagen auch in der Vorbereitung des Vortrages durchaus ein bisschen schwer getan, das alles irgendwie so zu durchdringen, wie kann dieses System eigentlich funktionieren. Also wir verteilen erstmal alles, jeder darf was ins Kursbuch reinschreiben und so weiter und so fort. Und wir wissen aber, dass Leute zwischen uns sind, die uns definitiv betrügen wollen. Und es funktioniert trotzdem. Ja, das ist eigentlich bizarr. Ja, und dann wird öfter auch gesagt, Bitcoin ist sicher. Und das ist dann natürlich so meine Domäne. Also wenn jemand sicher sagt, sozusagen, also wenn Sie irgendwo auf der Welt sind und Sie sagen dreimal sicher, dann kommt einer aus meiner Gruppe, poppt dann plötzlich auf wie so die Genie und sagt, was heißt denn hier sicher? Ja, und dann fragen wir dann jetzt mal nach. Und sicher, es sind ja eigentlich immer so drei grundlegende Eigenschaften, wie man sagt, ist ein System sicher oder nicht. Das erste ist die Vertraulichkeit. Also Sicherheit kann also heißen Vertraulichkeit von Daten und zum Beispiel auch von Transaktionen. Und da haben wir jetzt gerade schon gelernt, also Bitcoin ist so ein bisschen vertraulich. Es ist pseudonym.
Ja, also man kann an einer Bitcoin-Adresse, eine Bitcoin-Adresse ist inhärent nicht mit einem Namen verknüpft, es sei denn, ich schreibe es tatsächlich auf meine Visitenkarte, auf meine Webseite oder in sonstige Kanäle dann einfach rein. Aber ja, also die Vertraulichkeit ist daher so ein bisschen eingeschränkt. Man hat ein Pseudonym, aber sobald ich Ihnen meine Bitcoin-Adresse gebe, weil ich Ihnen, keine Ahnung, ein Handy verkaufe, dann kennen Sie meine Bitcoin-Adresse und wissen damit auch alle Transaktionen, die ich vorher jemals gemacht habe. Ja. Also so, man hat so ein bisschen Vertraulichkeit, man muss aber eigentlich auch dafür sorgen, wenn man wirklich anonym bleiben möchte, muss man dafür sorgen, dass niemals diese Verknüpfung von Kontonummer zu Name stattfindet. Das zweite ist die sogenannte Integrität und die Authentizität. Die Integrität bedeutet, dass die Daten von einem Angreifer nicht abgeändert werden können. Und das haben wir in der Blockchain. Also die Dinge, die einmal in der Blockchain drin sind, können nicht geändert werden. Das ist also erstmal gut. Bei der Authentizität wird es jetzt irgendwie dann nicht mehr so klar. Also Authentizität würde da jetzt auch bedeuten, jeder von Ihnen hat eine Identität, zum Beispiel über Ihren Namen. Ja? Und sich zu authentifizieren bedeutet also die Identität beweisen. Ich gehe mit dem Personalausweis zu Ihnen und sage Ihnen, meine Identität ist Sebastian Schinzel und das steht in diesem Zertifikat, in meinem Personalausweis steht das dann eben drin. Und die Frage, die da dahinter steht, ist natürlich, ich kann mit meinem Personalausweis und meiner Bankkarte einfach in die Postbank reinlaufen und kann sagen, ich möchte gerne von diesem Girokonto etwas überweisen auf dieses Girokonto. Und dann nehmen die meine Bankkarte, nehmen meinen Personalausweis, gucken sich das an, sagen, jawohl, das ist in Ordnung, du darfst das jetzt machen. Aber wie kann denn sowas in einem verteilten System funktionieren? Wie kann es denn ein offenes Kursbuch geben, wo jeder alles eintragen kann? Und was hält zum Beispiel Damian hier vorne davon ab, einfach reinzuschreiben, dass Sebastian jetzt 10 Bitcoin überweist an sich selber? Ja, das wäre dann die Authentizität. Und die ist bei Bitcoin tatsächlich gewährleistet. Ja, und wir haben noch nicht geklärt, wie das geht. Darauf werde ich eingehen. Aber es ist eben, ja, es ist noch nicht so richtig klar. Dann haben wir die Verfügbarkeit. Und wenn ein Online-Banking ausfällt, dann kann ich keine Transaktionen tätigen. Und die Verfügbarkeit von einer Bank an einem Sonntag ist auch ganz schlecht. Ja, es sei denn, wenn das Online-Banking sonntags ausfällt, dann kann ich plötzlich gar nichts mehr machen. Während in so einem verteilten System ist das alles ein bisschen eingeschränkt, weil da habe ich ja einerseits, also jeder hat eine Kopie der Blockchain und jeder kann zu jeder Tageszeit natürlich sagen, ich starte jetzt eine Transaktion und sozusagen das System läuft immer. Ja, also wenn es denn gerade läuft und wenn es denn gerade gut funktioniert, dann läuft es tatsächlich auch immer. Und von daher ist die Verfügbarkeit tatsächlich von so einem verteilten System eigentlich inhärent besser. Okay. Gucken wir uns doch mal an, wie so ein Block funktioniert. Und ich vereinfache das jetzt insofern, als dass ich versuche, die ganzen technischen Details rauszulassen und jetzt sozusagen nur die Dinge darzustellen, die ich jetzt finde, dass sie relevant in einem Block sind. Zuerst mal habe ich eine fortlaufende Nummer. Ja, hier haben wir jetzt also mal Block 518.223. Das war so der aktuelle Block in der Bitcoin-Blockchain ungefähr so vor einer Woche. Ja, das heißt also, die Blocks sind durchnummeriert. Das startet also mit einem Block 1, der irgendwann 2008, 2009 als allererstes von Satoshi Nakamoto, also von diesem mysteriösen Macher von Bitcoin erstellt wurde. Und mittlerweile sind wir eben hier so bei Block 518.223, beziehungsweise mittlerweile sind wir schon wieder weiter. Und die Idee bei Blockchain ist, das Anreizsystem ist so gebaut, dass ungefähr alle 10 Minuten ein neuer Block entsteht. Ja, also von daher können wir ganz gut in die Zukunft gucken und können sagen, so ungefähr alle 10 Minuten wird ein neuer Block gemacht. So ein Block hat immer einen Hash. Und für die Informatiker unter Ihnen wird ein Hash sicherlich da jetzt auch ein Begriff sein. Also Hash würde man jetzt aus dem Englischen, kann man auch übersetzen, also zum Beispiel Hackfleisch, ja, es wäre Hashed Meat. Ja, also irgendwas ist irgendwie in irgendeiner Weise klein gemacht worden. Und ein Hash ist eine kryptografische Funktion, wie so eine Art Fingerabdruck. Da kann ich Daten reinstecken mit einer beliebigen Menge und einer beliebigen Länge und es kommt so ein zufällig aussehender Fingerabdruck kommt dann heraus.
Bei Blockchain, Entschuldigung, bei Bitcoin wird SHA-256 eingesetzt. Das heißt, das sind 256 Bit, also 32 Byte, 32 Zeichen. Und wenn man die dann in menschenlesbarer Form darstellt, sind es dann meistens 64 Zeichen. Und diese Hashes haben die Eigenschaft, dass wenn ich dieselben Daten mehrfach reinstecke, kommt immer derselbe Hash raus. Also der Wert, der dann rauskommt, ist immer gleich. Daher auch dieser Fingerabdruck. Aber wenn ich auch nur ein einziges Bit kippe, also aus einer 0 mache ich eine 1 in einer sehr großen Eingabe, dann ändert sich dieser Hash in einer nicht vorhersagbaren Art und Weise. Ja, also Hash-Funktionen sind wirklich in der Kryptographie so ein ganz grundlegendes Ding, was also ganz viel gebraucht wird. Ja, und es reicht also, wenn Sie das verstehen, dass man da Daten reinfüttern kann, beliebige Daten reinfüttern, und dann kommt ein Hash raus, der hat immer dieselbe Länge. Wenn ich dieselben Daten reinstecke, kommt immer derselbe Hash raus. Aber es ist unheimlich schwer, einen Hash-Wert zu erzeugen, so einen Fingerabdruck zu erzeugen, indem man die Eingabedaten manipuliert. Ja, ich werde da noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber so die Dinge, die ich jetzt gesagt habe, das reicht erstmal, um zu verstehen, was noch kommt. So, wir haben für den vorigen Block haben wir ebenfalls einen Hash, und die habe ich hier hinten immer so ein bisschen abgeschnitten. Also der Hash, der hier dargestellt ist, das ist der von diesem kompletten Block hier, von allem, was hier drin steht. Und der vorige Hash, das ist der von dem Block, der davor kam. Und das bildet dann auch so eben diese Blockchain, also dass sozusagen jeder nachfolgende Block hat den Fingerabdruck des vorhergehenden Blockes fest eingebacken in sich. So, und dann kommt dann hier unten die Liste der Transaktionen. Also wir sind jetzt im Bitcoin, das heißt, da wird die Blockchain verwendet, um finanzielle Transaktionen durchzuführen. Da habe ich dann immer einen Absender und ich habe einen Empfänger und einen Betrag und eine Signatur. Was auch immer diese Signatur jetzt ist, stellen wir es nochmal hinten an. Die Absender, ne, also ich habe jetzt hier Mark, der überweist an Anna 0,42 Bitcoin, und da kommt dann hinten so eine Signatur raus. Mike an John überweist 0,01 Bitcoin, Sibylle an Sebastian 1,59 Bitcoin und so weiter und so fort. Ja, so. Die Erstellung von so einem Block, dafür braucht man die sogenannten Bitcoin-Miner. Und das sind Personen im Internet, die also teilweise wirklich riesengroße Rechneranlagen da stehen haben, die diese Bitcoin-Blocks minen. Minen ist ja jetzt das englische Wort von, also aus einer Mine abschlagen. Ja, also Tagebau, Sie müssen an Tagebau denken. Ich habe irgendwo eine Goldader und da muss ich da reingehen und muss das Erz rausklopfen und so weiter. Und bei Bitcoin nennt man das eben ganz genauso. Und das wird hoffentlich klar, wenn ich Ihnen erkläre, was ein Miner eigentlich macht. Sie sehen hier schon, hier sind so, in diesem Hash sind ganz viele führende Nullen hier. Und ich hatte Ihnen auch schon gesagt, dieser Hash, die Werte, die da drin sind, also das ist so pseudo-zufällig. Es ist unheimlich schwer, einen Eingabewert zu konstruieren, der in einem definierten Hash endet. Das darf nicht möglich sein in einem kryptografischen Hash. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht. Gucken Sie mal hier. Das hier sind Hash-Werte, die ich hinten wieder abgeschnitten habe. Und zwar von diesen Zahlen. Ich habe einfach nur die Zahl 39 genommen, 39, diese beiden Zeichen, und habe den Hash-Wert davon gebildet und habe Ihnen nur diese Hashes rausgesucht, die eine einzige führende Null haben. Und da sehen wir dann, also ich muss erstmal, hier oben kam dann noch 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Die habe ich alle rausgelassen, weil deren Hash beginnt nicht mit 0. Ja, und mich interessieren jetzt erstmal nur diejenigen, die eine führende 0 haben. Also mit 39 habe ich den ersten Hash mit einer führenden 0. Die 49 hat auch wieder eine führende 0. Die 51 auch. Also so irgendwie, hier habe ich wieder einen Sprung von über 50, also von zwischen 55 und 109 haben alle Zahlen einen Hash, der nicht mit 0 beginnt. Okay, jetzt machen wir das Ganze nochmal mit 2 Nullen. Also ich habe dasselbe Programm nochmal gemacht, das gibt mir aber jetzt nur Hashes aus, die 2 Nullen am Anfang haben. Und da sehen wir schon, der erste Hash, der 2 Nullen am Anfang hat, ist die 286.
dann kommt die 671, dann kommt die 800, dann kommt die 1000, dann kommt 1400, 1900, 2500. Also viel, viel unregelmäßiger. Es kommt viel seltener, kommt es dann vor. Das Gleiche können wir machen mit drei Nullen. Und da sehen wir dann auch, gucken Sie mal hier, das ist auch so eine Kuriosität. Also zufällig hat die 886 nicht nur zwei führende Nullen, sondern die hat zum Beispiel auch schon drei führende Nullen. Und von daher ist das tatsächlich die erste, also sozusagen von allen Zahlen, die mit 0 beginnen und die wir fortlaufend hochzählen, hat die 886, ist die erste Zahl, die einen Hash hat mit drei führenden Nullen. Wir können das auch mit vier Nullen machen. Dann ist es allerdings, jetzt wird es noch seltener, da müssen wir also von 0 bis 88.484 zählen, bis wir den ersten Hash bekommen, der vier Nullen am Anfang hat. Ja? Und jetzt habe ich das Ganze auch nochmal mit fünf Nullen gemacht und Sie sehen schon, es ist ein exponentielles Wachstum. Also je mehr Nullen ich am Anfang haben möchte, desto länger muss ich warten, desto mehr Hashes muss ich machen, bis ich den ersten Wert bekomme, der dann dafür sozusagen passt. Ja? Und bei fünf führenden Nullen bin ich also dann schon bei 590.000. Die 665.000 hat schon 2, 4, 6, 7 Nullen. Einfach zufällig. Ja, also die hat jetzt zufällig dann auch schon mal mehr. Aber hier sehe ich dann schon, hier bin ich deutlich über 1 Million. Ne, hier bin ich dann schon über 3 Millionen. Und wenn ich das Ganze jetzt fortführe, das Ganze wird also immer komplexer. Je mehr führende Nullen ich sage, dass ich brauche, desto mehr Computer-Rechenzeit brauche ich, um das Ganze dann irgendwie zu gewährleisten. So, nach aktuellem Stand werden bei Bitcoin nur solche Blocks als gemeint anerkannt, wenn sie 18 führende Nullen haben. Ja, also hier sind wir jetzt bei 5 und da sehen wir schon, wir müssen alleine 500.000, 600.000 Hashes machen ungefähr, um den ersten zu haben, der fünf Nullen hat. Hier brauchen wir 18 Nullen, also es ist eine unglaublich hohe Zahl. Ja, da geht also richtig Energie läuft da rein, das sind richtig viele Computer, die da jetzt gerade am Rechnen sind, um so etwas zu machen. Und der erste Miner, dem so etwas gelingt, das heißt, der diesen Block mit diesem Inhalt hier meint, so dass hier 18 führende Nullen drin sind, der kriegt den Zuschlag. Der hat einen neuen Block gemacht. Und damit ist jetzt dieser Block hier Teil der Blockchain und kann nicht mehr verändert werden. Der wird jetzt also sozusagen wieder im Netz, wird das Ganze jetzt wieder publiziert und ist damit dann in Stein gemeißelt. Ich werde das noch mehrfach erklären. Also ich probiere dann sozusagen mehrfach über diese Dinge drüber zu gehen. Ne? Das Wichtige daran ist jetzt, was man einfach wissen muss, ein Miner macht nichts anderes, als die ganze Zeit Hash-Summen zu machen. Der zählt, ne, das habe ich hier unterschlagen, hier drin ist noch eine Zahl, die zählt er die ganze Zeit hoch und hofft, dass irgendwann hier ein Hash rauskommt, der sehr, sehr viele führende Nullen hat. Und die Anzahl dieser führenden Nullen, das kann man so salopp sagen, entspricht ungefähr der Rechenpower, die das Netz gerade hat. Also wenn jetzt plötzlich einer der ganz großen Miner, die meisten sitzen in China, sagt, ich möchte das jetzt nicht mehr machen und schaltet seinen Miner ab, dann würde das ja bedeuten, dass es sehr viel länger dauert, bis so ein neuer Block gemeint wird. Und dann wäre das nicht eben in 10 Minuten da, sondern würde es plötzlich eine Stunde dauern, sage ich mal, bis ein neuer Block da ist, weil viel, viel weniger Leute Hashes machen. Ja? Und dann würde sich der Bitcoin-Algorithmus hat das also vorgesehen, dann würde es also dann für den nächsten Block gibt es dann eine Anpassung oder für einen der nächsten Blöcke, für einen der folgenden Blöcke, würde man dann sagen, okay, wir brauchen nicht mehr 18 Nullen, sondern brauchen nur noch 16 Nullen, weil wir viel weniger Rechenpower im Netz haben und wir wollen ja garantieren, dass alle 10 Minuten ein neuer Block gemeint wird. Okay. Schön. Jetzt machen wir mal ein Szenario. Wir sind in Münster, da werden ganz viele Fahrräder gekauft. Wir haben hier auf dieser Seite haben wir Alice und auf dieser Seite hier haben wir Bob. Bob hat ein Fahrrad, das möchte er gerne verkaufen an Alice. Und die Überweisung, das Geld, also der Geldaustausch, das wird nicht in bar gemacht, sondern man hat sich darauf geeinigt, wir machen das jetzt in Bitcoin. Also wir versuchen mal gemeinsam hier jetzt in dieser Runde eine Bitcoin-Transaktion jetzt mal durchzusehen. Zumindest probieren wir es hier mal am Beamer. Unten sehen wir die Blockchain und was wir da jetzt erstmal sehen ist, wenn Sie sich diesen Hash hier angucken, 4C72 und dann geht es irgendwie so wieder weiter, das ist dieser Hash hier. Und
Ne? Also hier von diesem Hash sieht man nicht besonders viel. Man sieht aber hier, dass hier auch so eine 3F steht. Das heißt, das ist dieser Hash hier. Und daraus wird dann die Blockchain. Ja, also ich habe die Blöcke referenzieren jeweils immer ihren Vorgänger. Ja, und damit habe ich dann eben diese Blockchain geschaffen. So, was muss ich noch erklären? Alice hat zwei kryptografische Schlüssel. Einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel. Und die beide wurden zusammen generiert. Ja, und das ist so sozusagen die Kryptographie basierend auf öffentlichen und privaten Schlüssel. Das ist also was wir seit den 70er Jahren schon kennen, was also ganz viel verwendet wird auch, wenn Sie einen HTTPS-Link besuchen, wenn Sie auf Facebook gehen, auf Google gehen, wenn Sie Online-Banking machen und so weiter, dann nutzen Sie die TLS-Verschlüsselungstechnologie und da jeder Server hat, mit dem Sie reden, hat also auch immer einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel, mit dem dann sozusagen die Daten verschlüsselt ausgetauscht werden. Hier machen wir das ähnlich. Also jeder User generiert sich ein eigenes Schlüsselpaar. Und das Interessante daran ist, dass dieser öffentliche Schlüssel, der schwarze, sagen, da einigen wir uns jetzt erstmal drauf, dass das der öffentliche Schlüssel ist, das ist die Kontonummer von Bitcoin. Da kann man dann also Geld hin überweisen. Und das hier ist der private Schlüssel. Und mit diesem privaten Schlüssel, damit zeige ich, dass ich der Eigner bin. Damit kann ich neue Transaktionen machen. Und wie das funktioniert, das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, genau. Also wie kann ich sicherstellen, dass nur der Kontoinhaber, ja, der Kontoinhaber von einer gewissen Bitcoin-Adresse, dass nur dieser Kontoinhaber Geld überweisen kann? Und aus der Kryptografie-Sicht ist das ganz einfach, sowas zu machen. Also damit will ich jetzt einfach nur sagen, also das wird seit 40, 50 Jahren, wird das schon gemacht. Wenn Sie heute ein Smartphone in der Tasche haben, wenn Sie eine EC-Karte in der Tasche haben und so, das lebt genau von diesen Dingen, die ich Ihnen jetzt hier beschreibe. Also das ist sozusagen kein Novum, was hier verwendet wird. So, zuerst mal, Alice hat ihren privaten Schlüssel, Alice hat ihren öffentlichen Schlüssel. Bob hat seinen privaten Schlüssel, Bob hat seinen öffentlichen Schlüssel. Und die öffentlichen Schlüssel, die kann ich verteilen oder auch nicht. Also zumindest von jedem, von dem ich gerne Geld erhalten möchte, dem muss ich meinen öffentlichen Schlüssel geben. Ja, und von daher sagen wir einfach mal, also Alice hat den öffentlichen Schlüssel von Bob schon erhalten und Bob hat den öffentlichen Schlüssel von Alice eben auch schon erhalten. So, und Alice baut jetzt eine neue Transaktion auf, indem sie sagt, Alice überweist jetzt hier Geld an Bob, und zwar 0,23 Bitcoin, das ist der Preis, auf den sie sich geeinigt haben. Und hier hinten, hier wird jetzt eine digitale Signatur erstellt, was so eine zufällig aussehende Zahlenfolge ist. Und das Besondere daran ist, die wird mit diesem privaten Schlüssel hier erstellt. Ja. So, jeder, der den öffentlichen Schlüssel von Alice hat, kann jetzt überprüfen, ob diese Signatur tatsächlich mit dem privaten Schlüssel von Alice erstellt würde, obwohl man den privaten Schlüssel nicht hat. Ja, also das ist auch so eines der Wunder der Kryptographie, sage ich jetzt mal, dass sowas überhaupt möglich ist. Und die Mathematik macht uns das möglich. Also Alice kann eine Zahlenfolge mit ihrem privaten Schlüssel hier erstellen und das hier reinkopieren. Und jeder, der den öffentlichen Schlüssel hat, und der öffentliche Schlüssel ist die Kontonummer, kann also verifizieren, dass Alice tatsächlich hergegangen ist, diese Signatur erstellt hat und damit sozusagen die Eignerin ihres privaten Schlüssels ist. Und wer den privaten Schlüssel hat, ist der Besitzer. Das habe ich hier unten mal so salopp hingeschrieben, im Guten wie im Bösen. Ja, das heißt also, Sie haben den privaten Schlüssel und wenn da ein Bitcoin drauf ist, der Wert ist jetzt irgendwie da, keine Ahnung, 6.000 oder 7.000 Dollar gerade, dann gehört jedem dieses Geld, der den privaten Schlüssel hat. Und das heißt, Ihnen gehört der private Schlüssel und wenn der private Schlüssel gestohlen wird, dann gehört dieser Person, diesem Dieb, gehört das Geld ganz genauso. Es gibt kein Schiedsgericht, ne? Sie erinnern sich dran, wir sind dezentral. Es gibt keine Bank, wo ich mit meinem Personalausweis hingehen kann und kann sagen, ja, aber das ist doch mein Konto. Sondern wer den privaten Schlüssel hat, ist der King. Und es gibt kein Schiedsgericht, es interessiert auch niemanden. Ja, muss man auch wirklich ganz klar sagen, weil so funktioniert Bitcoin nicht. Privater Schlüssel heißt Eigner von diesem Konto. Basta. Das heißt also auch, jetzt kommt noch eine andere Gemeinheit, wenn Sie den privaten Schlüssel verlieren, ist Ihr Geld futsch. Ja, also alles, was an Bitcoin auf Ihrer Adresse draufsteht, ist dann damit auch für immer hinfällig.
Und da gibt's auch kein Passwort zurücksetzen oder so. Ja, also es geht auch wirklich einfach kryptografisch nicht. Wenn der private Schlüssel weg ist, dann ist dieses Geld verloren und interessanterweise sind diese Bitcoins dann auch verloren. Das ist wie, als wenn sie das Geld anzünden. Ja, also Satoshi Nakamoto hat ja, als er dieses Bitcoin-Protokoll entwickelt hat, hat er also die ersten 100.000 plus Blöcke da gemeint, mit einigen Ausnahmen, und sitzt da jetzt wirklich auf so einer knappen Million Bitcoin, die also mittlerweile ja also horrendes Geld wert wäre. Ja, und man weiß ja nicht, wer er ist, aber nichtsdestotrotz, also dieses Geld ist aktuell nicht im Umlauf, weil es immer noch nur zugreifbar wäre mit den privaten Schlüsseln von dem Chef von Satoshi Nakamoto. Aber der ist halt eben schon seit Jahren verschollen. Und von daher liegen diese Bitcoins einfach da rum und werden nicht genutzt. Okay. Ja, das Wichtige ist hier also, die Signatur wird mit dem privaten Schlüssel erstellt und jeder, der den öffentlichen Schlüssel hat, also jeder, der die Kontonummer kennt, kann überprüfen, dass offensichtlich mit dem privaten Schlüssel hier das, diese eine Transaktion von Alice zu Bob mit diesem Betrag hier tatsächlich signiert wurde. Ja. Okay. Wir sagen also, Alice macht hier also so einen neuen Eintrag. Sie sagt, sie überweist an den öffentlichen, also sozusagen hier die Kontonummer von Alice an die Kontonummer von Bob. Diesen Betrag überweist sie und gibt hier so eine Signatur an. Und diesen Eintrag hier, diese Transaktion, die verteilt sie jetzt im Netz. Das ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk, was hinter Bitcoin noch dahinter steht. Und ne, wer die glorreichen Zeiten des Internet-File-Sharings vielleicht noch kennt, so vor 10 Jahren oder so, wo man sich den ganzen Filme und Musik und sowas noch eben noch aus dem Internet illegal runterladen konnte, so ähnlich funktioniert das da auch, nur dass eben sozusagen Transaktionen ausgeteilt werden. Also diese Transaktion wird praktisch im gesamten Netzwerk verteilt, ist aber noch nicht Teil eines Blockes. Und jetzt kommen die Miner ins Spiel. Also diese Miner, es gibt ja viele Miner und die konkurrieren auch um das Erstellen des nächsten Blockes. Warum, erkläre ich auch gleich noch. Das heißt, diese Miner bekommen jetzt also hier diese Transaktion und nehmen das in ihren Block auf, der als nächstes erstellt wird. Ja, also der letzte Block hier ist die 518223. Das heißt, hier haben wir jetzt 518224. Wir kennen schon, wir kennen schon den vorigen Hash. Das ist ja der hier, B4, der zeigt hier oben wieder auf diesen Block. Das ist also alles richtig. Und Sie werden hier unten vielleicht auch sehen, hier ist dieser Eintrag von Alice nach Bob. Da sind also ganz viele Transaktionen, die in den letzten 10 Minuten angefallen sind. Die stehen jetzt in diesem neuen Block drin. Und die Miner hier, die probieren jetzt diesen Hash hier, dieses Fragezeichen, was ich jetzt hier habe, das probieren die zu lösen. Dafür probieren die jetzt praktisch einen Hash zu finden, der die gegebene Anzahl von führenden Nullen hat. Ja? Und wer es als erstes schafft, der trägt dann also hier an dieser Stelle den passenden Hash hier dann ein, veröffentlicht das dann auch sofort wieder in diesem Peer-to-Peer-Netzwerk. Das heißt, wenn ein Miner einen Block gefunden hat, einen korrekten Hash für einen Block, dann veröffentlicht er den Block sofort. Und weil er bekommt da Geld dafür, wenn er das tut, also Bitcoins bekommt er dafür. Das wird also dann sofort veröffentlicht und dann hören alle anderen Miner in diesem Punkt sofort auf, an diesem Block weiter zu minen und nehmen den nächsten Block. Ja, also da wird jetzt hier gleich der nächste Block wird gemacht, 518225 und so weiter. Es wird also weiter gemeint. Und zwischenzeitlich sieht der Bob hier natürlich, dass es hier einen Block gibt, eine Transaktion, die in einem Block fest drin ist, wo er Geld überwiesen bekommt. Ja, so, und üblicherweise nimmt er nicht sofort den ersten Block. Also er sagt jetzt nicht, oh ja, da ist jetzt der nächste Block, da ist meine Transaktion drin, sondern er wartet noch einige weitere Blöcke, er wartet, bis die Kette etwas länger wird, um sich auch ganz sicher zu sein, dass der Block da auch für immer drin bleiben wird. Da gibt es nämlich einen ganz interessanten Angriff, den werde ich gleich noch zeigen, wenn man nicht wartet. Ja, so.
Der sieht das also, dass es jetzt hier gemacht wurde und unter der Bedingung, dass die Chain jetzt hier lang genug ist, würde also sein Fahrrad an Alice hier weitergeben, weil diese Transaktion jetzt gut geschrieben ist auf seinem Konto, ist festgebacken in der Blockchain und kann damit auch nicht mehr entfernt werden. Ja. Gut, damit ist die Transaktion dann abgeschlossen und genau, Alice hat sozusagen 0,23 Bitcoin weniger auf ihrem Konto und Bob hat 0,23 Bitcoin mehr auf ihrem Konto. Okay. Jetzt könnte man sagen, kann man denn das Geld nicht auch irgendwie doppelt ausgeben? Also kann ich irgendwie hergehen und kann eine Transaktion rausgeben, die dann in einem Block auch tatsächlich fest eingebacken wird in die Chain und dann aber irgendwie doch das so machen, dass sozusagen dieser Block dann irgendwie doch wieder aus dem Netzwerk rausgelöscht wird? Und die Antwort davon ist ja, und das ist auch eine fundamentale Einschränkung von Bitcoin. Da muss ich wieder ein bisschen ausholen. Wir sehen, hier ist unsere Chain. Ne? Der vorige zeigt immer auf den, also der Vorhash zeigt immer auf den vorigen Block und hier dieser vorige, der zeigt hierhin und dieser vorige zeigt hierhin und dieser vorige zeigt hierhin. Hier unten haben wir einmal die Transaktion in einem Block drin. Und oben drüber machen wir den gleichen Block nochmal, wo ich das jetzt mal ausgestrichen habe. Das heißt, dieser Block enthält diese Transaktion nicht. Der Block ist identisch zu dem unteren Block minus diese eine Transaktion. Also diese eine Transaktion ist da genau nicht drin und irgendein Miner hat sich die Arbeit gemacht, diesen Block zu erstellen und dafür einen Hash zu suchen. Hier. Ja, er hat also dafür auch einen Hash gemacht. Wir haben also zwei Blöcke 518224. Und beide müssen verschiedene Hashes haben, weil der eine hat ja eine Transaktion mehr als der andere. Also die sind verschieden und von daher ist auch der Hash natürlich irgendwie völlig anders. So, jetzt gibt es eine Abmachung und das ist auch eine Innovation, die Satoshi Nakamoto in Bitcoin erstmalig beschrieben hat, nämlich wie man sozusagen den Konsens findet, welcher Teil von der Blockchain eigentlich verwendet wird. Es gewinnt immer der längste Teil von der Blockchain. Das heißt, wenn ein Angreifer es schafft, eine Transaktion hier in einen Block reinzukriegen, und dann parallel dazu einen Block zu machen, wo diese Transaktion nicht drin ist und dann plötzlich hinten dran ganz viele Blöcke noch weiter dazu zu meinen, dann würde irgendwann der Konsens in dem Netzwerk würde so ausfallen, dass irgendwann alle den unteren Teil hier wegwerfen. Also die würden tatsächlich sagen, nee, also wir nutzen den hier jetzt nicht mehr, sondern wir gehen jetzt oben auf den oberen Pfad, weil das ist der längere Pfad. Und das hat einen Namen, das ist der 51% Angriff. Wenn ein Angreifer mehr als 51% oder deutlich mehr als 50% der Mining-Kraft im Netzwerk hat, dann kann er das praktisch machen. Dann kann er also sagen, naja, also ich bin heute sozusagen, wir packen die gesamte FH Münster voll mit Rechnern. Ja, sagen wir jetzt einfach mal. Weiß nicht, was die Präsidentin davon hält, aber gut, müssen wir sie mal fragen, wie die das findet. Wir packen die ganze FH Münster voll und sorgen dafür, dass wir die größten Miner sind, weltweit. Ja, also wir kontrollieren mehr als die Hälfte von der gesamten Mining Power im gesamten Netzwerk. Dann können wir ja, ne, das ist sozusagen der Rest der Welt, der rödelt dann hier unten auf dieser Chain rum. Aber ne, kommt Zeit, mit der Zeit wird unsere Chain immer länger und irgendwann würden dann, weil es der Standard tatsächlich so vorsieht, würden alle migrieren auf die längere Chain. Und damit habe ich die Möglichkeit, Bitcoins doppelt auszugeben. Und das mache ich jetzt so in Anführungszeichen. Der Trick wäre, dass Alice eine Transaktion hier unten reingibt, wartet dann, bis Bob sagt, ja okay, die Transaktion ist ja jetzt in einem Block drin. Ich glaube dir das jetzt, das passt. Hier hast du das Fahrrad und parallel geht aber Alice hier oben schon her und macht eine parallele Blockchain, wo genau diese Transaktion nicht drin ist. Sie hat ja jetzt das Fahrrad und sorgt dann praktisch dafür, dass sie einfach die längere Chain macht, wo diese Transaktion nicht drin ist und genau, gewinnt dann damit. Das heißt, sie hat ihre Blockchain, sie hat ihre Bitcoins immer noch gut geschrieben, weil die Transaktion ist ja dann im Nachhinein doch wieder rausgelöscht worden, mehr oder weniger, ne, in Anführungszeichen.
Genau, und also sie hat das Fahrrad bekommen, sie hat das Geld aber dann im Nachhinein dann doch immer noch und damit sozusagen hat sie Bob betrogen um sein Fahrrad. So, die einzige sozusagen, also das ist ein ganz großes, das ist eine Sache, die kann man nicht, die kriegt man aus Bitcoin nicht weg. Ja, also wer die meiste Mining Power hat, der kontrolliert sozusagen das Netz. Und daher ist es also gut, wenn möglichst viele verschiedene Parteien, die jetzt nicht unter einer Decke stecken, dann eben meinen, sodass eben nicht sich zwei Leute zusammensetzen können und können sagen, okay, jetzt machen wir hier mal, jetzt betrügen wir mal ein paar Leute. Ja. Und bisher sieht das eigentlich auch noch ganz gut aus. Okay. Jetzt hatten wir ja am Anfang gesagt, ist das Ganze denn wirklich so sicher? Ich mache oder ich habe im letzten Jahr relativ viele Vorträge gehalten, so ich sag mal populärwissenschaftliche Vorträge über Cyberkriminalität, wo ich mal so erkläre, wie funktioniert eigentlich die Wertschöpfung, wie funktioniert das mit den Verschlüsselungstrojanern, nicht auf eine technische Art und Weise, sondern mehr, wie ist die Cyberkriminalität dahinter organisiert, wie verdienen die ihr Geld, wie machen die Wertschöpfung. Und was ich da ganz oft gefragt wurde, ist zum Beispiel auch, ist denn Online-Banking sicher? Ja, und kann man denn Online-Banking verwenden und so weiter? Und mein Argument ist da einfach immer, ja, kann man, weil selbst wenn von meinem Konto über das Online-Banking irgendwie Geld entwendet wird, kriege ich in den allermeisten Fällen das Geld von der Bank wieder. Und das machen die freiwillig, weil die nicht wollen, dass das Online-Banking sozusagen in Misskredit gebracht wird. Ja, also das ist sozusagen der Schaden für die Banken, der entstehen würde, wenn die Kunden das Online-Banking nicht mehr verwenden würden, sondern würden alle wieder zum Schalter laufen, sodass sie neue Leute anstellen würden. Der Schaden wäre größer, als wenn man sagt, nee, okay, die paar tausend Euro oder die paar hunderttausend Euro im Jahr, die uns das kostet, die geben wir den Leuten dann halt eben wieder. In Bitcoin gibt es so eine Instanz nicht. Ja, und da sind dann zum Beispiel solche Dinge passiert. Also es gab vor einigen Jahren eine Android-App, da konnten sie also ihre Bitcoins verwalten. Sie konnten keine minen, also es war keine Mining-Anwendung. Das würde auch auf der Hardware gar keinen Sinn machen, sondern man konnte sich ein Bitcoin-Wallet generieren, also so einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel und konnte dann da sozusagen Geld hinüberweisen, konnte seine Transaktionen machen und so weiter und so fort. Und diese Android-App war fehlerhaft insofern, als dass die Schlüssel erstellt hat, die Kryptologen nennen das schwach waren. Und schwach bedeutet, man kann mit etwas Rechenpower aus dem öffentlichen Schlüssel den privaten Schlüssel errechnen. Und das sieht man den Schlüssel nicht an. Die sehen zufällig irgendwie aus, haben aber bestimmte mathematische Eigenschaften, die es eben möglich machen, mit vertretbarem Rechenaufwand aus dem öffentlichen Schlüssel den privaten Schlüssel zu errechnen. Ja, und was habe ich gerade gesagt über den privaten Schlüssel? Privater Schlüssel heißt Besitz. Und da der öffentliche Schlüssel überall draußen bekannt ist, der steht ja in der Blockchain drin, habe ich dann tatsächlich das Problem gehabt, dass die Leute, die diese Android-App verwendet haben, die haben ruckzuck ihr ganzes Geld geklaut bekommen, weil klar, ein Angreifer ist halt hergegangen, hat sich ein kleines Programm geschrieben, was die in der Blockchain diese öffentlichen Schlüssel sucht, sich die privaten Schlüssel davon generiert, die Überweisung auf sein eigenes Konto macht und dann ist das Geld weg. Und zwar irreparabel weg. Ja. Also das heißt, dass also die Informatiker müssen immer noch alles richtig machen. Ja, das ist eine schlechte Nachricht. Das sage ich Ihnen jetzt als Informatiker. Ja, also sozusagen in der Bank können Sie noch betteln gehen und können sagen, okay, ab jetzt verspreche ich wirklich, ich öffne keine E-Mail-Anhänge mehr und dann wird mein Online-Banking auch nicht mehr gehackt. Ja, bitte gib mir mein Geld wieder. Das kann ich da machen. Das geht eben sozusagen hier mit den Cryptocurrencies geht sowas nicht. Und dann gab es natürlich, wir reden jetzt hier von 2014, ja, MTGOX war so eine Tauschbörse im Sinne von, dass ich da reale Währungen eintauschen konnte gegen Bitcoin und so weiter. Das ist also eine Webseite und wenn ich daran teilnehmen möchte, dann habe ich den Nachteil, also wenn ich online mit Bitcoins handeln möchte über eine Plattform, dann muss ich da meinen privaten Schlüssel ablegen. Ja, okay, genau.
460 Millionen Euro an Bitcoins sind geklaut, Dollar an Bitcoins sind da geklaut worden. Also sozusagen MTGOX ist komplett gehackt worden. Alle privaten Schlüssel von allen, von den vielen tausend Usern, die da abgelegt haben, sind also abgezogen worden. Das war 2014. Das heißt, an dieses hier, ne, 460 Millionen, da können wir jetzt mittlerweile so ein bis zwei Nullen auch durchaus noch dran machen, was den Bitcoin-Kurs angeht. Also tief im Milliardenbereich der Schaden, der also da wirklich passiert ist. Und natürlich keine Chance, dass irgendjemand in irgendeiner Weise sein Geld wiederbekommt. Ich glaube, bei MTGOX war es dann sogar so, dass dann die Macher von MTGOX so einige Leute wieder ein bisschen Geld gegeben haben. Aber der Schaden ist natürlich trotzdem unglaublich. Ja, und die Hacks gehen natürlich weiter. Hier haben wir so einen Hack aus 2015, wo also wieder dann so ein Bitcoin-Exchange gehackt wurde und da sind also 5,2 Millionen US-Dollar in Bitcoins weggekommen oder in irgendeiner anderen Währung. Hier mal wieder 77 Millionen Euro in 2016. Ja, also das hat nichts mit der Sicherheit von Bitcoin zu tun, ne? Nicht, dass Sie mich jetzt hier falsch verstehen. Bitcoin legt da einfach Wert drauf und ist was völlig Klares. Wer den privaten Schlüssel hat, hat die Macht. Und wenn Sie jemandem anderen vertrauen und diesem jemanden den privaten Schlüssel geben und der hat seine IT-Sicherheit nicht im Griff, dann passiert eben genau sowas. Und ehrlich gesagt, wenn jetzt eine Studierendenschaft zu mir kommen würde und würde sagen, Herr Schinzel, können Sie uns ein bisschen dabei unterstützen? Wir wollen so eine Bitcoin-Tauschbörse hier aufbauen und brauchen ein bisschen Support in IT-Sicherheit. Ich glaube, ich würde das nicht machen wollen. Ganz ehrlich, also weil ich wüsste jetzt, ich gehe jetzt nochmal hier zwei zurück, wie baue ich denn ein System, wo tatsächlich, also das ist ja Fort Knox, ja, also da würden heutzutage würden Milliarden Euro drin liegen oder so, wie will man denn sowas irgendwie digital absichern? Ja? Und das sind aber halt dann so Dinge, also wie gesagt, da kann weder Blockchain noch Bitcoin oder irgendeine andere Kryptowährung was dafür oder was dagegen machen. Das sind mehr so Phänomene, wo die Leute auf die harte Tour vielleicht gelernt haben, dass so einige Dinge vielleicht doch nicht so eine gute Idee sind. Zum Beispiel eben sein Bitcoin-Vermögen eben in solche Webseiten reinzulegen. Okay. Jetzt stellt sich noch eine ganz, ganz große Frage und der ist, warum sollen denn warum meinen die Bitcoin-Miner? Warum machen die das denn überhaupt? Also es kostet wirklich Unsummen an Strom, was da aufgefressen wird. Also wirklich richtig, richtig viel. Sie sehen das jetzt hier, ich habe gleich auch noch, ne, wir können es hier mal auch mal direkt sagen, also es sind 32 Terawattstunden nach so einer aktuellen Messung. Nicht Messung, sondern Schätzung. Also es gibt verschiedene Schätzungen und die sind dann manchmal doppelt so hoch, manchmal halb so niedrig, aber es ist halt trotzdem zweistelliger Terawattstundenbereich. Und wenn man das jetzt sozusagen vergleicht mit den Transaktionen, die jährlich in der Bitcoin-Blockchain reinkommen, dann sieht man, dass man also so um die 250 Kilowattstunden pro Transaktion an Strom alleine ausgibt. So, wenn ich das jetzt ausrechne, keine Ahnung, so erneuerbarer Energienstrom kostet hier in Deutschland so 40 Cent um den Dreh pro Kilowattstunde. Das heißt, da ist man bei 100 Euro Stromkosten pro Transaktion, die in Bitcoin jetzt gerade gemacht werden. Ja. Und das Ganze dann also zusammengebracht, da kriege ich dann so Zahlen wie, das wird jetzt gerade ganz gerne gemacht, man vergleicht den Stromverbrauch, die durch das Bitcoin-Mining anfallen, mit dem Gesamtstromverbrauch von Ländern. Und jetzt aktuell sind wir bei Dänemark. Ja, genau. Okay, jetzt bin ich sozusagen schon eins weiter gesprungen, was ich eigentlich aber noch erklären wollte, und das ist ein wichtiger Punkt, warum meinen die Miner? Machen die das, weil sie eben so Gutmenschen sind oder weil die so überzeugt sind davon? Das machen die natürlich nicht. Es gibt zwei Dinge, wie die ihr Geld verdienen. Das erste ist der sogenannte Block Reward. Das heißt, jeder, der einen Block gemeint hat, bekommt ein Block Reward und der hat mal angefangen bei 50 Bitcoin und der halbiert sich sozusagen alle bestimmte Anzahl von Blocks und jetzt gerade sind wir eben bei 12,5, das heißt, er hat sich jetzt zweimal geteilt in der Zwischenzeit. Also jetzt gerade kriegt man noch 12,5 Bitcoin an Reward und wenn man das ausrechnet, ist das schon durchaus viel Geld. Also wir hatten ja im Dezember hatten wir so Werte bis knapp $20,000 pro Bitcoin. Also da kommt schon ein bisschen Geld zusammen. Und jetzt gerade sind wir so bei $6,000 oder 6.000 Euro. Also das ist ein bisschen Geld, was man damit verdient. Das scheint sich also jetzt gerade noch zu rentieren.
Und wir haben Überweisungsgebühren. Das habe ich in den vorigen Folien unterschlagen. Ich habe immer nur gesagt, Alice überweist an Bob einen gewissen Betrag und gibt eine Signatur an. Das stimmt noch nicht ganz, weil es kommt noch ein sogenannte Überweisungsgebühren noch dazu. Das heißt, ich versehe meine Transaktion mit einem geringen Bitcoin-Wert und dieser Bitcoin-Wert, den darf sich der Miner selbst überweisen in dem Moment, wo er sozusagen einen neuen Block gemeint hat. So, und je mehr Überweisungsgebühren ich da angebe, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sozusagen meine Transaktion auch Vorrang hat vor anderen. Also ich kann auch Transaktionen abgeben, die sozusagen null Bitcoin als Überweisungsgebühren haben. Da macht es dann der Miner sozusagen aus freien Stücken, die dann einzubauen. Aber wenn er dann eben sozusagen, wenn ich dann schon 10, 20 Euro oder so dann für eine Überweisung bekomme, dann steigt die Chance, dass ich sehr, sehr schnell sozusagen in einen nächsten Block reinkommt. So, der Block-Reward wird irgendwann null sein. Also irgendwann sozusagen gibt es dann keinen Block-Reward mehr. Und dann lebt sozusagen das Bitcoin-Mining einzig und alleine nur an diesen Überweisungsgebühren, die wir jetzt hier sehen. Und das wird dann sozusagen der nächste Meilenstein. Also Bitcoin hat sich ja bisher sehr gut getan mit den Vorhersagen, wie Satoshi das System damals designt hat. Und das wird dann auch wieder so eine Frage, also werden die Miner immer noch minen, so wie sie das jetzt gerade machen, wenn sie nur noch Geld aus den Überweisungsgebühren bekommen? Und werden diese Überweisungsgebühren in irgendeiner Weise angemessen sein? Das ist auch eine Frage, die also da ungeklärt ist. Ja, aber es hat so ein paar unangenehme Effekte, wie zum Beispiel, dass Australien jetzt gerade ein Kohlekraftwerk wieder hochfährt, weil sie 2014 schon abgeschaltet haben, weil sie einfach sagen, ja, also da in der Prärie, im Outback, da könnte man ein Bitcoin-Mining-Farm einfach hinstellen und genau, sozusagen unser Grid hat da jetzt gerade nicht die Energie dazu, sowas zu machen und dann fahren sie halt ein altes Kohlekraftwerk wieder hoch. Ja, das ist also sozusagen, wer den Anspruch hat, irgendwie so nachhaltig zu leben und so weiter, für den ist halt sozusagen Bitcoin vielleicht jetzt nicht so das Thema, was besonders interessant ist, weil es wirklich extrem viel Energie frisst. Und aber auch das ist nicht inhärent. Also das, was wir jetzt hier sehen, ist der sogenannte Proof of Work. Nach dem funktioniert also Bitcoin. Proof of Work bedeutet, wenn ich einen Block veröffentliche, der einen Hash hat mit so und so viel führenden Nullen, dann weiß ich, dass dieser jemand da wirklich, wirklich viel Arbeit reingesteckt hat, damit er sozusagen diesen Hash gebaut hat. Das ist also ein Proof of Work. Und es gibt auch ein anderes Konzept, was jetzt so langsam in die anderen Cryptocurrencies auch noch mit reinläuft. Das ist das sogenannte Proof of Stake. Nicht das Steak auf dem Grill, ne, das muss man später am Aasee machen, sondern Steak bedeutet jetzt hier so etwas wie Beteiligung oder ein Anteil. Ja, wenn jemand High Stakes hat, dann würde das bedeuten, dass jemand sozusagen ein großes Interesse hat, dass etwas weiterhin gut läuft. So, da geht es also nicht mehr darum, dass alle Miner sozusagen mit vereinter Computing, mit vereinter Rechenpower irgendwie versuchen, da jetzt den neuen Hash zu machen, sondern es gibt einen Selektionsalgorithmus, der entscheidet, wer als nächstes einen Block machen kann. Und machen bedeutet hier forgen. Ja, also es wird ein Block geforged, also geschmiedet. Das ist also ein anderes Verfahren, wie so ein Block gebaut wird und wie er dann in die Blockchain eingebettet wird. Und derjenige, der das dann darf, also der Stromverbrauch ist natürlich ungleich geringer, weil das ist nur eine einzige Person, die das jetzt machen kann. Und diese Person wird ausgesucht nach sozusagen dem Vermögen, was diese Person in dieser Kryptowährung jetzt gerade hat, je mehr diese Person an Kryptowährungen da drin liegen hat, umso wahrscheinlicher ist es, dass er den nächsten Block machen kann. Und noch dazu, je länger dieses Geld einfach unangetastet auf diesem Konto gelegen hat, das erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass man das macht. Und was man damit natürlich machen will, ist, jetzt überlegen Sie sich mal, Sie haben zu Hause eine ganze Matratze vollgestopft mit Euronoten. Ja, dann sind Sie natürlich wirklich daran interessiert, dass der Euro weiter besteht. Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Also der Euro soll bitte wirklich weiter bestehen.
Und bei dem Proof of Stake probiert man eben genau das Gleiche zu machen. Also man sagt, man präferiert diese Leute, die viel Stake haben da drin und dieses Stake auch langfristig investiert haben. Das sind also keine Leute, die ganze Zeit nur am Rumdealen sind und zwischen Cryptocurrencies hin und her springen, sondern das sind Leute, die haben sich entschieden, die möchten hier bleiben, die möchten hier sozusagen ein Vermögen anlegen und sozusagen diese Leute werden dann eben präferiert, weil man sagt, das wären ja Leute, die denen würde eklatanter Schaden zugefügt werden, wenn da irgendwas passiert, was diese Währung irgendwie runterzieht. Ja. Jetzt haben wir viel über Kryptowährungen gesprochen und jetzt möchte ich diese Blockchain einmal rausreißen aus den Kryptowährungen. Ich habe jetzt die Kryptowährung genommen, Bitcoin, weil es tatsächlich, wie ich finde, also man kann Blockchain am besten erklären über eine Währung, weil es irgendwie so relativ eingängig ist. Jetzt kommen aber irgendwie ganz neue Business Cases um die Ecke, die auch erstmal kontraintuitiv sind. Also zum Beispiel, ich soll mein Auto vermieten können über eine Blockchain. Und warum soll ich sowas machen? Naja, okay, also es gibt sowas wie Uber und Lyft. Ja, die sind in Deutschland noch nicht so verbreitet jetzt hier, aber die Idee dahinter ist, wir brechen das Taxi-Monopol auf. Ich habe ein Auto und viele andere von Ihnen haben auch ein Auto und ich habe ganz viel Freizeit. Also warum soll ich denn nicht Taxi fahren? Ja, also so schwer ist es doch dann wirklich nicht. Und da gibt es eben diese Apps, ich kann mich da anmelden als Fahrer und dann bekomme ich eben dann sozusagen dann Geld zugewiesen pro Fahrt und es gibt eine App, wo man mich rufen kann, beziehungsweise wo ich dann gerufen werde, wenn jemand eine Fahrt vom Leo Campus in die Stadt Mitte möchte oder sowas, dann kann ich das dann halt eben machen. Und wenn man sich das dann genau betrachtet, sind Uber und Lyft eigentlich, also die profitieren davon, es ist ihre Geschäftsidee gewesen, das Ganze zu machen. Aber so richtig notwendig, wenn man sich die Blockchain anschaut, sind sie eigentlich nicht mehr. Also sie könnten selber sagen, naja gut, das ist doch jetzt mein Auto, wir nutzen irgend so eine Open-Source-App von mir aus auch und die Bezahlung, jemand, der jetzt irgendwie mein Auto nimmt für Carsharing oder für sozusagen Taxidienste, der überweist dann eben das Geld über die Blockchain und das Auto wird dann zum Beispiel auch aufgeschlossen für diese eine Person. Also wir sagen dann, okay, diese Person hat so und so viel Geld überwiesen, das heißt, sie darf dieses Auto so lange fahren, dann kommt sie an mit einer Scheckkarte, wo der private Schlüssel drauf ist, das Auto erkennt, auch von diesem privaten Schlüssel habe ich ja Geld bekommen, also schließe ich auf und diese Person darf jetzt so lange dann halt eben damit fahren. Und wenn so Elon Musk fragen, der Macher von Tesla, der macht ja alle 10 Jahre so seine neue Vision und die hat er gerade letztes Jahr geupdatet, die neue Vision für 10 Jahre und er sagt voraus, also in 10 Jahren haben wir selbstfahrende Autos und sie kaufen sich dann einen Tesla und fahren dann sozusagen, das Auto fährt sie irgendwo hin und wenn sie das Auto gerade nicht brauchen, dann steht es nicht in der Garage, sondern es verdient Geld, indem es durch Münster fährt und vollautomatisch selbstfahrend Leute von A nach B fahren. Also das ist seine Vision und das ist tatsächlich dann auch was, wo man sich überlegt, ja, da wird eine Blockchain eigentlich ganz gut reinpassen, wenn man es denn eben sauber macht. Das ist so ein Thema, Entschuldigung, dass ich das sagen muss, aber da rollen sich mir die Nägel, wenn ich das höre. Also, dass jemand sozusagen sowas Sensibles wie Patientendaten in einem öffentlich verfügbaren Medium irgendwie speichern will. Aber wenn man sich etwas intensiver damit auseinandersetzt, dann sieht man tatsächlich, dass es zumindest in der Kryptographie durchaus möglich wäre. Also ich habe jetzt hier ich überweise kein Geld mehr in einer Blockchain, die Patientendaten drin hat, sondern ich vergebe Berechtigungen an meinen Arzt und sage, also in dieser Blockchain sind verschlüsselt alle meine Befunde drin und mein Hausarzt, der darf jetzt sozusagen die Befunde bis dato alle sehen. Und wenn ich den Hausarzt wechsle, dann kriegt er diese Befähigung auch entzogen. Das heißt, er darf diese Befunde dann nicht mehr lesen und alle, die dann darauf später dann immer noch sozusagen darauf aufbauen, die kann er dann auch nicht mehr lesen. Und sowas kann man machen über ein Ding, da sind wir heute nicht drauf eingegangen, weil da müsste ich nochmal einen komplett eigenen Vortrag drüber machen. Etwas, das nennt sich Smart Contracts. Smart Contract ist sowas wie ein kleines Programm, das abläuft, wenn eine Transaktion getriggert wird. Und ich könnte ja, eine Transaktion könnte jetzt zum Beispiel sein, dass ich sage, ich wechsle den Hausarzt
Und für den Hausarzt, wenn ich den Hausarzt wechsle, wird sozusagen ein Contract getriggert, der dann die Berechtigung, meine Befunde zu sehen, vom alten Arzt entzieht und für einen neuen Arzt zuweist. Das sind also Dinge, die in der Theorie möglich sind. Ja, aber was das natürlich dann bedeutet und vor allem wie sinnvoll und vor allem wie sicher sowas sich dann später dann rausstellt, das muss einfach das alles noch zeigen. Also dafür, das sind jetzt so die Ideen, die überall aufpoppen, die Startups, die jetzt überall hochkommen und sozusagen wie damals im Dotcom-Boom, die dann also sagen, oh, wir können das machen. Aber ich glaube, wir sind jetzt so an einem Punkt, wo wir sagen, wir müssen jetzt einfach gucken, was die Zeit bringt und wie es jetzt weitergeht und was sich davon dann alles durchsetzen wird. Okay, ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Wir sind also dezentral. Wir haben keine zentrale Person, keine zentrale Firma mehr, die irgendetwas zu sagen hätte in so einem verteilten System. Ich kann aber dann auch einen Konsens finden in einer Gruppe, wo sich die Mitglieder gegenseitig eigentlich nicht vertrauen. Und das ist eine Neuerung, die hat uns Bitcoin reingebracht. Die hat Satoshi Nakamoto reingebracht. Also wie kann ich über diesen Proof of Work etwas machen, ein Anreizsystem erstellen, dass alle irgendwie so dasselbe wollen, nämlich dass es eine stabile Blockchain gibt, ohne sich gegenseitig zu vertrauen. Ganz im Gegenteil, die wollen sogar sich gegenseitig ans Leder, die wollen sich gegenseitig sogar das Geld abziehen. Ich habe eine unveränderliche Historie mit dieser kleinen Fußnote des 51% Angriffs. Ja, also ich kann eine Blockchain im Nachhinein verändern, wenn ich die Kosten in Kauf nehme, ab irgendwo eine längere Chain zu bauen. Ja? Ich bin pseudonym im Falle von Bitcoin, aber es gibt mittlerweile schon zwei verschiedene Technologien, aus kryptografischer Sicht wirklich sehr interessant, wo auch Anonymität gewährleistet wird. Und das sieht vielversprechend aus. Also die Leute, die jetzt sozusagen die akademischen Publikationen, die da kommen und sich Zcash angucken, Monero angucken, die bestätigen also, ja, also das ist okay. Ja, wir wissen nicht, wie es in 5 Jahren aussieht, ob es dann immer noch okay ist, aber jetzt erstmal okay, nicht schlecht. Wir haben immer noch durch den Proof of Work einen unheimlich hohen Energiebedarf und haben aber auch einige Alternativen, wie man das möglicherweise wegkriegen könnte. Es ist aber nicht klar, ob es funktionieren wird. Das ist eben auch wieder so eine Frage über dieses Anreizsystem. Kann sich sowas wie Proof of Stake durchsetzen, ja oder nein? Die Argumente, die dafür sprechen, sind gut, aber wird sich's durchsetzen? Das müssen wir dann halt einfach noch warten. Und was man, glaube ich, jetzt noch sagen muss und noch wird wirklich hier unterstrichen, also es ist noch unausgereift und wenn Sie heute die Frage auf die wenn Sie eine Antwort von mir haben wollten, ob Sie jetzt noch in eine Cryptocurrency einsteigen sollen, ja, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich würde Ihnen jetzt sagen, also wenn Sie es machen möchten, dann bitte nur mit Spielgeld. Also es ist alles sehr volatil und es ist alles sehr unausgereift, genauso wie die Technologien auch, was nicht bedeutet, dass wir es nicht tun sollten. Also wir müssen das tun. Wir müssen es jetzt einmal ausprobieren, aber einige Dinge werden wahrscheinlich an die Wand fahren. Ja, nicht alle, aber genau, es wird wahrscheinlich immer noch, ein paar Tränen werden wahrscheinlich vergossen werden. Vielen Dank.